Richard Hart hier. Ich dachte, ich würde euch frohe Weihnachten wünschen. Es ist schon eine Weile her. Ist noch nicht so lange her. Aus irgendeinem Grund erstelle ich Inhalte, veröffentliche sie und dann tun die Leute so, als hätte ich es nicht getan. Du denkst, hey, habe ich nicht vor nicht allzu langer Zeit eine 40-minütige Audiodatei abgelegt? Ich verstehe es nicht. Habe ich nicht aufgenommen, als wäre ein besonderes Intro aus dem höchsten aller Sagefilme herausgekommen. Nun, hier sind wir wieder. Hoffentlich stellt das eure Leute zufrieden. Ausgezeichnet, erstaunlicher Wissensdurst. Ich hoffe. Was haben wir also vor? Lass uns einen Blick darauf werfen. Werfen wir einen Blick auf die alten Märkte und sehen, wo wir uns befinden. Wir öffnen hier einen Browser und ich denke, GoPulse.com ist ein ziemlich cooler Ort, um sich Statistiken anzusehen. Alles klar. Heute ist Pulse um 5% gestiegen. Pulse X ist um 5% gestiegen. Tinte Token um 6% höher. Steuern um einen Punkt um 5% höher. Ich habe mir die Liquidität dieser Dinge angesehen und wenn Sie App PulseX.com mögen, sollten Sie die App herunterladen. Sie sollten sicherstellen, dass es aktuell ist. Schauen Sie gelegentlich auf der Website nach. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version ausführen. Ich denke, es ist 1,5. Oder, wenn Sie es weniger sicher, aber langsamer machen möchten, können Sie das gehostete IPFS-Gateway verwenden. Der Grund dafür ist, dass IPFS-Gateways nicht so sicher sind wie natives IPFS, das Sie ausführen können, wenn Sie eine Erweiterung installieren oder Brave verwenden. Ich hasse Brave, aber Sie haben natives IPFS, also ist das schön. Der Grund dafür, dass der Betrieb eines Gateways weniger sicher ist, liegt darin, dass das Gateway jederzeit ändern kann, was sich auf der Site befindet. Wenn also das Gateway gehackt wird, können Sie die Site durch Malware ersetzen und dann werden Sie wahrscheinlich verarscht. Daher ist es am besten, die Software herunterzuladen. Und das zweitbeste ist ein gehostetes lokales System. Sie haben Ihren eigenen IPFS-Hash und wissen, dass dies die Software ist, die Sie ausführen, die Sie wollen. Und das drittbeste wäre dann ein IPFS-Gateway oder, wie Sie wissen, eine gehostete Community-Website. Community-Website. Und davon gibt es viele in der Community. I don't know. Ich kenne sie nicht auf den ersten Blick, aber viele Leute haben einfach ihre eigenen gehosteten Frontend-Dinge erstellt. Denn ich meine, das Frontend ist das Frontend, oder? Es ist Software. Sie können es ausführen. Deshalb hat die Community es ausgeführt, damit die URL einfacher einzugeben ist. Oder sie laden die Datei einfach herunter. Das einzig Schlimme am Herunterladen der Datei ist, dass es einem Angst macht, weil es heißt, sind Sie sicher, dass Sie diese nicht signierte Software ausführen möchten? Nun, wenn Sie aus Gründen der Privatsphäre und der persönlichen Macht auf Krypto setzen und wie Sie wissen, keine Zwischenhändler und Zensurresistenz und Erlaubnislosigkeit haben, ist es beschissen, die Windows Corporation um Erlaubnis bitten zu müssen, um Ihr Unternehmen zu registrieren, um eine Signatur zu erhalten, die dann funktioniert. Damit können Sie die von Ihnen erstellte Software signieren. Wenn Sie also nicht die ganze Arbeit machen, oder? Wenn Sie Microsoft oder App Stores nicht um eine Signatur bitten, erhalten Sie diese Warnung, die besagt, wissen Sie, wir wissen nicht, wer die Software erstellt hat. Nun ja, das tust du nicht. Also herzlichen Glückwunsch. Wie auch immer, das ist der einzige Nachteil beim Herunterladen der Software, wenn Sie neu sind, aber nicht wissen, dass die Software tatsächlich sicher ist. Es macht dir Angst, weil du denkst, du sollst dieses unsignierte Ding ausführen. Aber ja, unsigniert bedeutet nur, dass die Microsoft-Firma oder das von Ihnen verwendete Betriebssystem es nicht mit Ihrem magischen Signaturschlüssel oder was auch immer gesegnet hat, wofür Sie sich selbst belohnen. Ich erinnere mich also an die Zeit, als Pulse und Pulse Chain vor nicht allzu langer Zeit nichts wert waren. Vor 226 Tagen. Nun, vor 228 Tagen, weil es jetzt Tag 227 ist. Vor 228 Tagen waren Pulse und Pulse X sowie der Unrights-Token nichts wert. Und die Leute haben sie zu Null gehandelt. Und die Leute bekamen sie kostenlos. Weltweit größter kostenloser Airdrop. Wissen Sie, da Weihnachten ist und die Leute gerne Geschenke bekommen, schauen wir uns mal an, wie viel dieser Airdrop wert ist. Ich finde es lustig, dass die Marktkapitalisierung der kostenlosen Münzen, die auf Pulse-Chain an Ethereum-Token-Inhaber und Token im Ethereum-Netzwerk verschenkt werden, tatsächlich Millionen und Abermillionen Dollar an kostenlosem Geld beträgt. Aber die Leute beschweren sich immer noch.
It's amazing. Es ist wunderbar. Es gibt da draußen viel zu meckern. Es ist wie wow. Es ist, als ob die Leute Ethereum halten, oder? Als würde Solana pumpen und dann weinen und stöhnen die Leute, die Ethereum halten und sind einfach so traurig. Und ihr denkt, Leute, es waren wie vor einem Jahr $880. Jetzt sind es $2200. Hör auf zu weinen. Schauen Sie, es wird sich um Dumping handeln, oder? Es könnte gegen Null gehen. Es ist einfach nur chillig. Hör auf zu weinen. Zero. Just chill. Stop the crying. Aber Sie sehen, Menschen sind nicht wirklich rational. Sie sind eifersüchtig. Wenn du also eine heißere Freundin hast als jemand anderes, sind sie sauer auf dich. Wenn du mehr Geld hast als jemand anderes, sind sie sauer auf dich. Wenn du größere Muskeln hast als andere, sind sie sauer auf dich. Wenn sie jünger oder hübscher oder was auch immer sind, ist es im Grunde eine Welt voller Spielerhasser. Jetzt kann ich nicht lügen. Ich fühle das gleiche Gefühl. Ich sehe Menschen, die mehr haben als ich, und denen es besser geht als ich. Das macht mich neidisch. Denn genau das ist doch das Menschsein, oder? Als wäre es im Spiel eingebaut. Eifersucht ist interessant. Es ist eine wirksame Strategie für bewusste Lebewesen, weshalb man sie bei verschiedenen Arten sieht. Und es treibt einen dazu an, bessere Leistungen zu erbringen, aber es treibt einen auch dazu, Dinge zu tun, die scheiße sind, oder? Ich denke, Vandalismus ist teilweise ein Teil der Eifersucht. Wenn man etwas Gutes nicht haben kann, können es alle anderen auch nicht haben. So ein Mist. Es ist also nicht alles positiv. Eifersucht hat einige Nachteile. Und ich habe es ein paar Mal erklärt. Der Schlüssel zum Wohlstand liegt in der Wertschätzung dessen, was man hat. Wenn Sie sich immer auf das konzentrieren, was Sie nicht haben, werden Sie immer unglücklich sein. Und je mehr du bekommst, desto unglücklicher wirst du sein. Rechts, nehmen wir also an, Sie haben einen Ferrari und einen Lamborghini. Du fährst den Ferrari. Nun, Sie fahren keinen Lamborghini. Nun, es tut dir leid, oder? Und dann bekam man 10 Autos. Ich fahre nicht meine 9 anderen Autos. Du weißt, wenn Sie also wirklich glücklich, gesund und wohlhabend sein wollen, müssen Sie dankbar sein für das, was Sie haben. Denn je mehr Sie haben, desto mehr haben Sie nicht. Ich weiß, es klingt seltsam. Es ist ein bisschen wie Dunning-Kruger. Je schlauer Sie werden, desto mehr merken Sie, dass Sie es nicht wissen. Je dümmer du bist, desto weniger erkennst du, was du nicht weißt. Du denkst also, du bist schlauer. Nun ja, mit Geld ist es doch dasselbe, oder? Je reicher Sie werden, desto mehr merken Sie, dass Sie nichts haben oder nichts verbrauchen. Und dann geht es dir umso schlechter. Im Allgemeinen sind reiche Menschen glücklich mit Menschen, glücklich mit Freunden, aber nicht so glücklich, wenn sie alleine sind. So funktioniert also die Folter-Genie-Sache. Hat er sich gerade als Genie bezeichnet? Ja, ich habe an diesem Tag vor ein paar Jahren die Spitze angerufen. Hallo, ich habe oben bei 65.000 angerufen. Der Preis beträgt 43.000. Was ist los? Mir gefällt, wie die Leute über Michael Saylor reden. Sie sagen, Michael Saylor ist um 1 Milliarde gestiegen. Wirklich? Wartet einen Moment, ihr Idioten. Lassen Sie mich Ihnen das erklären. Okay. Wenn Sie eine Position eingehen, bringen Sie den Markt zu Ihren Ungunsten. Wenn man Positionen eingibt, nennt man das Slippage. Oder? Wenn Sie also eine Position in Milliardenhöhe eingehen, ist Ihr tatsächlicher Ausstiegspreis viel niedriger, als Sie denken, weil er beim Ausstieg zu Ihren Ungunsten ausfallen wird. Eine wirklich einfache Möglichkeit herauszufinden, wie sich der Ausrutscher auf Sie auswirken wird, besteht darin, sich in Ihre Lage zu versetzen, oder? You're entering. I don't know. Wie auch immer Sie eintreten. Ich weiß nicht, ob Sie auf dem Markt kaufen oder es über die Zeit verteilen. Zeitgewichtete Durchschnittspreise, Dollarkostenmittlung, was auch immer. Und dann nehmen Sie Ihren Standpunkt ein und schauen Sie, wie es wäre, wenn Sie es verkaufen würden. Richtig, das macht Sinn. Richtig. Die Leute sagen also, oh, Michaels Haus hat so viel Geld verdient. Du denkst, ja. Und wie sehr wäre er dann am Boden zerstört, wenn er jetzt versuchen würde auszusteigen? Es ist nicht so. Es ist nicht so, dass wenn man Milliarden von Dollar an einer illegalen Sache kauft, sie nimmt, den Preis gegen sich selbst in die Höhe treibt und sich reich fühlt. Aber wenn du schlau bist, worüber ich euch gerade aufgeklärt habe, dann müsst ihr auf dem Weg nach draußen auf euren Ausrutscher achten und ihr werdet verdammt nochmal nicht auf der Höhe sein. Hoffe ich kann, wissen Sie, skalieren oder was auch immer. Die Vorstellung, dass Leute, die beim Kauf des Top nach meinem Anruf beim Top scheiterten, nun irgendwie verehrt werden sollen, als ob sie schlau wären, ist für mich sehr dumm. Ich rief die Spitze von 65.000 an. Hey. Der Preis beträgt jetzt 43.000. Hey. Es hat nie mehr als 65.000 Cent gekostet. Ich nenne das Beste des Tages Wundertäter, hab's kostenlos gemacht. Hallo? Wissen Sie, und Sie prahlen damit, Top-Positionen zu kaufen und zu halten. Okay.
Vor allem, wenn man die Spitze erreicht hat, indem man sie mit Hebelwirkung nach oben drückte. Was für ein Idiot. Was ein Idiot. Und dann sieht man andere Dinge wie diesen Kerl. Ich kenne nicht einmal seinen Namen. Rowell irgendwas, Rowell Powell oder Paul. Ich weiß es nicht. Irgendein Typ mit einem Podcast. Dieser Typ kauft unverantwortlich Long auf Marge und nutzt Optionen zur Hebelwirkung. Ich warnte ihn und sagte, tu es nicht. Tu es nicht, Bruder. Und der Thread sagt ihm, dass er es nicht tun soll. Meine Damen, Licker und Hebelwirkung. Tu es nicht. Du wirst kaputt gehen. Er wird zerstört. Aber jetzt ist er so, als würde er eine Siegesrunde drehen. Irgendwie wie Bruder. Was ich die Spitze dieser Dinge nenne. Ihr habt die Spitze gekauft. Hört auf, so zu tun, als hättet ihr gewonnen. Ihr habt nicht gewonnen. Hallo Richard Hart, falls du mich nicht kennst. Auf dem größten Diamanten der Welt. Never seen it. Hab es noch nie gesehen. Ziemlich lustig, aber ich besitze es. Was sonst? Durchgeführt. Oder was habe ich getan? Gegründet, der weltweit größte Airdrop. Hier sind einige Marktkapitalisierungen für diese Münzen. Schauen wir uns einige an. Wir haben, ich werde hier nur nach Liquidität sortieren. Ich weiß nicht, soll ich nach Marktkapitalisierung sortieren? Vollständig verwässerter Wert? Ist das so? Schauen wir uns den verpackten Bitcoin an. Warum hasse ich es nun, mit euch über PRC20s zu reden? Da ich alle PRC-20 erwähne, mache ich mir Sorgen, dass ihr sie einfach kauft. Es macht mir Sorgen. Ich möchte nicht, dass du das tust. Rep Bitcoin hat also einen Admin-Schlüssel. Okay. BitGo, ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten, verfügt über diesen Administratorschlüssel. Sie könnten einfach unendlich viele Münzen prägen, wie sie wollten, und dieses Ding auf Null reduzieren, wenn sie wollten. Werden sie das nun tun? Ich habe keine Ahnung. Würde es ihren Aktionären gefallen, wenn sie das täten? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht einmal, dass sie öffentlich sind. Sie sind privat. Generell gefallen mir die Dinge, die ich gegründet habe. Ich denke, sie haben gute Designs. Ich hasse Admin-Schlüssel. Ich bevorzuge es, Admin-Schlüssel nicht zu sehen, wo immer sie entfernt werden können und nicht existieren. WBTC hat also einen Admin-Schlüssel, daher bin ich kein großer Fan. Aber verdammt nochmal, was ERC20s und PRC20s angeht, Mann, du bist nur in Admin-Schlüsseln begraben. Wie auch immer, um es kurz zu machen. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mit Ihnen über die Hälfte der Dinge an Pauls Kette oder die Hälfte der PRC20er auf der Welt spreche, weil Sie, wissen Sie, ein Risiko in sich bergen, oder? So Bitcoin, vollständig verwässerter Wert, 14 Millionen Dollar. Ich denke also, dass das bedeutet, dass das Gesamtangebot, ich bin mir nicht sicher, ob diese Website das Gesamtangebot genau misst, aber nehmen wir einfach an, dass dies der Fall ist. Das Gesamtangebot multipliziert mit dem Preis beträgt 10 Millionen Dollar. Diese Münze, die kostenlos an ERC20-Inhaber verschenkt wurde, ist also 14 Millionen Dollar wert. Aus dem Nichts. Kostet sie nichts. Frei? Bitteschön. Genießen. Genießen Sie Ihr kostenloses Geld. Frohe Weihnachten. Hier liegen Werte im Wert von 14 Millionen Dollar. Cool. Und es gibt 300.000 Liquidität. Wenn ich mir das jetzt ansehe, höre ich das so, oh, Solana pumpt. Ich schaue mir Solana an und sortiere dann nach Liquidität. Es gibt keine Liquidität für irgendetwas und ich verstehe es nicht. Wenn die Liquidität sehr gering ist, bedeutet das, dass der Preis mit weniger Geld sehr stark steigen kann. Aber in einem automatisierten Uniswap V2 Market Maker sind Geld und Briefkurs symmetrisch. Und das spricht nicht für irgendwo anders, wo gehandelt wird, oder? Natürlich will ich nicht alle anderen Orte ansehen, an denen es gehandelt werden kann. Ich schaue mir nur online die Art des Handels an, die meiner Meinung nach die vertrauensschwächste ist, weil man sich nicht von einer Börse verarschen lassen kann, die sein Geld stiehlt. Man kann sich nur durch Vertragsschwachstellen oder Rugpulls oder, Sie wissen schon, schlechte PRC oder ERC20er verärgern lassen, die Inflationsfehler, Remke und ähnliches haben. Aber es ist so, man muss nicht so sehr vertrauen. Wenn eine Börse ihr Geld bekommt, ist das eine andere Sache. Richtig, das verstehe ich. Nun, lassen Sie mich diesen Punkt beenden.
There's millions and millions of dollars of free money that was. Es gibt Millionen und Millionen Dollar an kostenlosem Geld, das an Menschen verschenkt wurde. Pulse wurde jedem Ethereum-Inhaber kostenlos geschenkt. An jedem ERC-20-Inhaber wurde ein PRC-20-Exemplar verschenkt. Hier liegen Millionen und Abermillionen Dollar an kostenlosem Geld. Und ihr Idioten im Ethereum-Netzwerk, die nicht schlau genug sind, sich für das kostenlose Geld zu bedanken. Aus irgendeinem Grund seid ihr auch nicht schlau genug, die ganzen niedrigeren Benzinkosten auszunutzen. Wenn wir uns also jetzt mal den Puls anschauen, komm Gas. Die Nutzung von Pulse Chain ist 50 mal günstiger als die Nutzung von Ethereum. Pulse Chain wurde entwickelt, um die Gasgebühren für Ethereum zu senken. Nun Leute, wenn Sie das Ethereum-Netzwerk etwas weniger belasten würden, würde es Sie nicht 5 Dollar kosten, ein ERC zu senden, minus 20 oder 20 Dollar, um einen Tausch durchzuführen. Es würde Sie weniger als 1 Cent kosten. Im Moment kostet ein Tausch weniger als 1 Cent, Pulse Chain. Es kostet, man könnte für einen Penny etwa 5000 Cent verdienen. Überprüfen Sie jedoch die Mathematik. 0,2. Das sind viele Cent. Right. Pulse Chain hat also seit seiner Einführung einwandfrei funktioniert. Es war der weltweit größte Luftabwurf. Für ERC-20-Inhaber gibt es kostenlose Münzen im Wert von mehreren Millionen Dollar. Und wir befinden uns am Tag 227 eines einwandfreien Betriebs. Früher wurde es bei Null gehandelt und war nichts wert. Und jetzt meine ich, je nachdem, wie viele Münzen Ihrer Meinung nach im Umlauf sind. Schauen wir uns die Marktkapitalisierung an. Im Allgemeinen hasse ich die Marktkapitalisierung als Maß für alles Mögliche. Aber hier ist es. Die Marktkapitalisierung, wenn man das Gesamtangebot an Pulse Chain mal den aktuellen Preis pro PLS nimmt, beträgt die Marktkapitalisierung von Pulse Chains 9 Milliarden Dollar, 8,9 Milliarden. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pulse X beträgt 2,5 Milliarden. Unrights Token 12 Millionen Hex, 6,7 Milliarden. Nur im Pulse Chain Netzwerk. Wahrscheinlich etwa 4 Milliarden wert im Ether Netzwerk. Das sind viele Milliarden, Leute. Also, ich meine die Idee. Diese Erzählung, viele Leute hassen mich. Viele Leute hassen die Dinge, die ich habe entworfen, was wirklich seltsam ist. Denn sie wurden alle kostenlos verschenkt. Pulskette wurde kostenlos verschenkt. Pulse-Acts wurden kostenlos verschenkt. Hacks wurden kostenlos verschenkt. Mein Rat wird kostenlos weitergegeben. Dieses Video wird kostenlos verschenkt. Du kennst nicht einmal eine Adresse, an die du mir Geld schicken könntest. Du hast keine Adresse von mir. Wow, das ist eine Menge kostenloser Sachen für viel Hass. Und ich habe nicht einmal Schmuck getragen, nur damit es euch kleinen Hassern an Weihnachten leichter fällt. Sie musste seine Last nicht hassen. Wird immer noch als das Beste des Tages bezeichnet. Sie wollen, dass du dich zerstört fühlst. Hexagons, Pulse-Hexagons, Pulse-Gons, sie wollen, dass du dich zerstört fühlst. Die Feinde, die Drecksäcke, die Welt, sie wollen, dass du dich zerstört fühlst. Aber du bist nicht ruiniert. Die Impulskette funktioniert seit dem Start vor 227 Tagen. Einwandfrei. Es ist noch nicht lange her. Hex hat über 4 Jahre lang vollkommen einwandfrei funktioniert, während so viele andere Dinge auf Null gingen, nicht mehr funktionierten und immer wieder bankrott gingen. Now, wer hat nun die bankrotten Dinge gefördert? Dieselben Drecksäcke, die nichts Gutes über die Sachen sagen, die ich entworfen habe. CoinMarketCap bewirbt Mist, der auf Null geht, bewirbt Mist, der bankrott geht. Bewirbt Mist, der ihre Benutzer zerstört, listet ihn überall auf, lügt über unsere Sachen, lügt über die Marktkapitalisierung von Pulse Chain, lügt über die Marktkapitalisierung von Hex. Alle lügen nur über unsere Sachen. Sehr seltsam. Ich schätze, sie hassen ihre Benutzer und ihre Follower und wollen, dass sie ruiniert werden, denke ich. Ja. Also wissen Sie, dass Coinbase Hex nicht gelistet hat, was von der SEC verklagt wurde. Kraken hat Hex nicht aufgeführt, was von der SEC verklagt wurde. Binance hat Hex nicht gelistet, was von der SEC verklagt wurde. Plus die Zahlung von einem Dollar, 5 Cent und einer Milliarde an die CFTC. Plus die Zahlung von 4 Milliarden Dollar an das DOJ.
Außerdem wartet man auf die Verurteilung, nachdem man sich schuldig bekannt hat. Hey, warte mal. Einen Augenblick. Festhalten. Alle Leute, die schlechte Dinge über Richard Hart, Hex, Pulsechain, PulseX gesagt haben, schickten ihre Follower zu Unternehmen, die bankrott gingen, wie Celsius, BlockFi, Cred, Gemini, Lend und weiter unten auf der Liste. Nun, ich habe euch allen gesagt, ihr sollt keine Pennies und Güterzüge aufsammeln, keine Pennies vor Güterzügen aufsammeln und nicht euren ganzen Stapel für 7% riskieren. Nicht das Gegenteil dessen tun, warum die Kryptowährung erfunden wurde und das Kontrahentenrisiko eingehen. Weißt du, es hat mich einfach umgehauen. Und dann machen dieselben Idioten das Gleiche. Oh, hier ist noch eine lustige Sache. Solana, das kürzlich einen Aufschwung erlebte, wird von der SEC vor Gericht sowohl im Kraken als auch im Coinbase-Fall als Sicherheit geltend gemacht. Jedenfalls aufgepumpt. Wissen Sie, im Moment spreche ich nur über Marktthemen. Also ein 4 Jahre perfekter, fehlerfreier Betrieb auf Hex, weshalb alle anderen kaputt gingen. Wird als das Beste des Tages bezeichnet und hat diesen Preis nie überschritten. Yay. Weltweit größter kostenloser Airdrop im Wert von Millionen und Abermillionen von Dollar. Milliarden von Dollar Marktkapitalisierung überall. 4 Jahre perfekter Fallout-Betrieb in Hex, 227 Tage perfekter Fallout-Betrieb in der Impulskette. Ja, diese Dinge laufen jetzt alle sehr gut. Oh ja. Und offenbar heißt es nicht, dass man als Sicherheitsbeamter gerufen wird, weil man nicht pumpen kann, denn das ist es. Solana pumpte. Was ich auch lustig finde, sind ein paar Dinge über Solana. Früher war es ständig down. Und jetzt gibt's einfach eine Menge Inflation. Anscheinend funktioniert Solana also so, dass sie es stark aufblähen, um die Gebühren zu subventionieren, damit es billiger wird. Wenn die Leute, die Inflation bekommen, sich dann jemals dazu entschließen, es zu verkaufen, wird es scheiße. So. Solana weist also im Vergleich zu Bitcoin eine sehr hohe Inflation auf. Bitcoin weist im Vergleich zu Ethereum eine sehr hohe Inflation auf. Und ich denke, dass die Inflation von Ethereum, der von Pulse Chains, sehr ähnlich ist. Aber ich müsste nachsehen. Es gibt eine Website, die so etwas wie einen Zähler hat. Denn grundsätzlich verwenden Ethereum und Pulse Chain beide EIP 1509. Und obwohl Pulsechain eine um 25% geringere Basisinflation aufweist, würde sich Pulsechain aufblähen, wenn der Gasverbrauch auf beiden Systemen gleich wäre. 25% weniger. Aber RIP 1559 führt das Brennen ein. Und das Brennen nimmt zu, je nachdem, wie viel Prozent des Blockplatzes sie verwenden. Sie streben also 30 Millionen Benzin an und dann werden die Gebühren viel höher, wenn man mehr als die Hälfte davon erreicht. Sie zielen also tatsächlich auf 15 Millionen der maximal 30 Millionen Gas ab. Und Pulsechain hat viele dieser Parameter geerbt. Um es kurz zu machen, da die Gasgebühren bei Pulse so günstig sind, drängen wir möglicherweise nicht so stark auf die Gasnachfrage und verbrauchen daher möglicherweise nicht so viel. Es besteht also die Möglichkeit, dass sich die Pulse-Kette etwas stärker aufbläht als Ethereum, aber wahrscheinlich, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, immer noch weniger als Bitcoin. Yay. Wir sprechen von einer Inflation von etwa 1,2% bei Bitcoin und von einer negativen Inflation von 0,18 von Ethereum oder so. Das sind sehr kleine Prozentsätze. So. Aber ein Prozentsatz einer sehr großen Marktkapitalisierung ist viel Geld. Wenn Sie also davon sprechen, dass Bitcoin um 1% ansteigt, dann ist das 1% von 500 Milliarden Dollar. Ist was? Was ist das? Berechnen Sie 500 Milliarden mal 1,5 über 100. Wow, das sind 7,5 Milliarden. Das ist eine Menge Geld. Wow, ist Bitcoin 500 Milliarden wert? Lass uns nachsehen. Ja, es sind 855 Milliarden.
billion. Wow. Im Grunde bedeutet das also, dass die Bergleute jedes Jahr Milliarden von Dollar dafür erhalten, den Preis zu drücken, um Bergbau, Hardwarehersteller und Elektrizitätsunternehmen zu bereichern und die Umwelt zu schädigen. Hey, aber der größte Teil davon ist erneuerbar. Ja, aber nicht alles. Also schadet man immer noch der Umwelt. Die Impulskette hat dieses Problem gelöst. Auch Ethereum hat dieses Recht gelöst. Um ein Konsensnetzwerk aufrechtzuerhalten, muss man weder die Umwelt zerstören, noch Elektrizitätsunternehmen oder Mining-Hardware-Hersteller bereichern. Zeitraum. Und das Witzige am Bitcoin-Konsensnetzwerk ist, dass es wirklich scheiße ist. So, also Leute, die Bitcoin mögen und zuschauen, scheißt auf euch und scheißt auf eure Taschen. Ich werde euch alle erziehen. Und die Hälfte von euch hat alle eure Leute geschickt, um Erträge und Dinge zu holen, die bankrott gegangen sind. Warum? Denn online kann man keinen Ertrag erzielen. Warum? Weil Bitcoin scheiße ist. Oh, du willst in einen Stablecoin einsteigen. Hast du einen On-Chain-Austausch? Nein. Oh, zerstört. Oh, Sie möchten, wissen Sie, einen hohen Durchsatz haben. Ich denke, der Durchsatz ist mindestens 4,5 mal höher und die Pulskette von Bitcoin, aber auch wie viel billiger. Sehen Sie hier. Gas. Gas. 45.000 mal günstiger, verfügt aber auch über mehr Funktionen. If you... Und wenn man einfach ein Netzwerk, das nur Sendungen über Bitcoin durchführt, mit einem anderen Netzwerk wie Postchain vergleicht und einfach so tut, als würde es nur Sendungen machen, wären es weit mehr als 4,5. Diese Zahl von 4,5 basiert auf der durchschnittlichen Nutzung. Und die durchschnittliche Nutzung umfasst eine Menge komplizierter Dinge wie Tauschgeschäfte, Abstecken und Aufheben von Absteckungen und alle möglichen Dinge. Und wenn man also die Nutzung des Netzwerks nehmen und es einfach mit dem Hin- und Herschicken nativer Token ausgleichen würde, wären es vielleicht 30 Mal. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe das schon einmal gemacht, etwa vor einem Monat, aber es ist deutlich mehr als 4,5 Mal. Also Pulskette versus Bitcoin. Besser für die Umwelt, geringere Inflation, bessere Funktion, sicherer, noch nie gehackt, auf der Liste überlegenes Netzwerk. Was hat Bitcoin nun? Mehr Liquidität. Warum? Es gibt ihn schon 10-mal länger und er wurde nicht von allen möglichen Dingen bewacht, was in Ordnung ist. Also wissen Sie, irgendwann wird jemand... Ich vermute, dass es in Australien einige Leute gibt, die das bereits tun. Aber der beste Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen, war, als alle dachten, es sei ein Betrug. Der beste Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen, war, wenn die Liquidität am geringsten war. Der beste Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen, war, als es fast nirgendwo an einer Börse gehandelt wurde und es nahezu unmöglich war, es zu kaufen. Der einzige Ort, an dem man es kaufen konnte, war mehr Cox Magic the Gathering Online Börse in Japan. Das war der beste Zeitpunkt, Bitcoin zu kaufen. Cool. Nun, Pulsechain hat einige dieser Parameter. Es ist noch sehr früh. Dieses Gatekeeping, das jeder macht, es kann nicht schlimmer werden. Es kann nur besser werden. Die Tore können nur geöffnet werden. Im Grunde genommen scheiß auf diese Typen. Hex stieg um das 10.000-fache, bevor es mit dem gleichen Gatekeeping-Müll, dem gleichen Müll, Gewinne absteckte. Zu großartig. Jetzt sind die Benzingebühren sogar noch günstiger, weil Pulsechain für alle da ist, oder? Herzlichen Glückwunsch an alle. Herzlichen Glückwunsch an alle im Ethereum-Netzwerk, die durch den kostenlosen Start von Pulsechain für euch bereichert wurden. Also haben wir jede Menge kostenloses Geld von Pulsechain erhalten, dem weltweit größten Airdrop. Ich prahle damit, dass ich die Spitze erreicht habe und ich erzähle Ihnen, dass Saylor und all diese Leute Positionen in Milliardenhöhe halten, von denen sie glauben, dass sie keine Gewinne erzielen, wenn man die Ausrutscher beim Ausstieg bedenkt. Und dann Makro. Schauen Sie, da ist ein Diagramm. Die Grafik zeigt, dass die Wirtschaft jedes Mal zusammenbricht, wenn die Zinsen gesenkt werden. Warum ist das so? Ich weiß nicht. Genau das steht in der Tabelle. Ich glaube, historisch gesehen ist das so, weil sie umschwenken, weil niemand mehr Kredite vergeben will, was die Kreditmärkte einfriert. Und so fangen sie an, das Geld freizugeben und dann gibt es eine Verzögerung. Und weil dann die Kreditmärkte eingefroren waren, kam es zu einer Rezession und die Leute mussten verkaufen und so weiter. So läuft es normalerweise ab. Anscheinend wird es vielleicht so kommen. Vielleicht wird es dieses Mal auch so kommen. Es wäre toll, wenn das Timing besser abgestimmt wäre.
Es wäre also toll, wenn der Mang, die Gox-Leute hätten ihre Münzen zurückbekommen, als Bitcoin 15.000 statt 43.000 wert war. Okay. Weil diese Leute verkaufen werden. Ein großer Teil dieser Mint. Empfänger von Gox-Münzen im Wert von mehreren Milliarden Dollar werden verkauft. Das gleiche gilt auch für den Insolvenzverwalter von FTX. Diese Jungs werden verkaufen. Sie werden den Leuten Bargeld zurückgeben und dieses Geld erhalten, indem sie Krypto abstoßen. Und dann stehen noch weitere Insolvenzen bevor. Ich wünschte, diese Leute würden einfach verkaufen. Ich hasse es, wenn sie zu einem höheren Preis statt zu einem niedrigeren Preis verkaufen können. Ich mag einen sauberen, strammen Po, den man gerne kauft. Und außerdem haben sie gerade die Seidenstraße genehmigt. Münze beschlagnahmt ihren Verkauf. And who knows? Und wer weiß, was sie mit den Münzen machen, die es vom BitPhoenix-Hacker erhält. Das sind alles Milliarden von Dollar. Jedes dieser Dinge, über die ich spreche, kostet Milliarden von Dollar. Das sind viele Milliarden, oder? Weil man also nicht vorhersagen kann, wann diese Idioten ihren Job machen und die Gläubiger gesund machen werden, indem sie ihren Job machen und die verdammte Kryptowährung verkaufen, machen sie zum Beispiel ihren Job und geben sie den Gläubigern ihr Geld. Und dann wird das Pflaster abgerissen und wir gehen alle glücklich nach oben. Wenn man sich also nur die Zeit anschaut, ist Bitcoin im Grunde genommen lange genug im Minus. Ethereum war lange genug im Minus. Man kann wieder steigen. Das passiert bald, der ganze Mist. Aber wenn Sie mehr als nur die Zeit betrachten und Sie betrachten die Makroökonomie und Sie betrachten, wissen Sie, hat Bitcoin jemals in einem deflationären Umfeld existiert? Sie haben wie verrückt Geld gedruckt. Sie wissen, dass M2 immer noch sinkt. Also es ist schwer vorherzusagen. Mann, es ist schwer vorherzusagen. Sie haben also kein neues Allzeithoch bei Bitcoin gesehen. Sie haben bei Ethereum noch keinen neuen Rekord gesehen. Sie haben weder ein neues Allzeithoch an der Börse, noch zumindest den S&P 500 Wert gesehen. Ich denke, der Dow Jones hat vielleicht ein neues Allzeithoch erreicht, aber ich beobachte den Dow Jones nicht. So, ist das also der Bullenmarkt? The Bull Market. Es hängt von Ihrem Zeitrahmen ab. Wissen Sie, wenn Sie Bitcoin für 15.000 gekauft haben, fühlen sich 43.000 wahrscheinlich gut an. Wenn Sie Ethereum für 880 gekauft haben und es jetzt 2350 oder 2250 oder 2300 ist, fühlen Sie sich gut. Wenn Sie Pulse oder Pulse X gekauft haben, als Sie nahe oder bei Null lagen, sind Sie wahrscheinlich mit Marktkapitalisierungen in Milliardenhöhe ziemlich zufrieden. Es hängt wirklich von Ihrem Zeitrahmen ab. Je größer Ihr Stapel wird, desto vorsichtiger müssen Sie sein. Denn sie können ihn nie wieder zurückgewinnen. Wenn ihr Stapel groß genug wird, ist es nicht der richtige Weg, ihn nie wieder zurückzuholen. Aber statistisch gesehen ist es umso schwieriger, ihn zurückzugewinnen, wenn sie ihn verlieren, je größer ihr Stapel wird. Je kleiner ihr Stapel ist, wer mag es wirklich, wenn sie 20 Dollar pro Stunde bekommen und der Stapel, den sie auf dem Spiel haben, 20 Dollar beträgt, dann sind sie wirklich pro Stunde aufs Spiel gesetzt. Right. Sie können Ihren gesamten Verlust in einer Stunde ausgleichen. Aber wenn Sie einen Stapel im Wert Ihres Lebens haben und dieser Milliarden oder Hunderte von Millionen wert ist, können Sie wirklich keinen Fehler machen. Sie können nicht. Es muss auf den Punkt kommen. Es muss stimmen. It has to be right. Und Sie werden eine Menge Gewinne und dumme Dinge beobachten. Es wird nie einen Mangel an Leuten geben, die wahnsinnige Gewinne erzielen und an illiquiden Dingen, die irgendwann auf Null gehen. Daran wird es Ihnen nie mangeln. Und es wird nie an Leuten mangeln, die dumme Dinge kaufen. Wissen Sie, was wird Doge tun? Nichts Gutes. Im Grunde handelt es sich um ein Drop-Hack. Es handelt sich um ein schlechtes Netzwerk mit geringen Funktionen, dessen Berühmtheit ein Drop-Hack ist. Ich bin kein großer Fan von JPEG-Claim-to-Fame-Sachen. Mir gefällt es nicht wirklich. Haben viele Leute damit Geld verdient? Ja, viele Leute haben dadurch Geld verloren. Ja? Ich fühle mich gesünder und fröhlicher, wenn hinter der Sache ein einzigartiger Nutzen steckt. Also, lasst uns jetzt darüber reden. Werde ich wahrscheinlich irgendwann ein JPEG-Ding haben? Ja, möglicherweise. Warum? Weil warum nicht? Ich könnte ein besseres JPEG-Ding machen als andere Leute, aber ich werde dir trotzdem sagen, dass ich es hasse. Also werde ich ein besseres JPEG-Ding machen als andere Leute, aber ich werde dir trotzdem sagen, dass ich es hasse.
Ehrlich gesagt, das ist es, was ich tue. Die Pulse Chain hat also einen höheren Durchsatz, eine bessere Sicherheit, eine geringere Umweltbelastung, die fast gar keine ist, ist eine neuere Münze mit mehr Funktionen und schneller als Bitcoin. Aber Bitcoin hat eine Marktkapitalisierung von 800 Milliarden Dollar. Pulse Chain nicht. Warum? Nun, wir sind neu. Wir sind unterwegs, oder? Meiner Meinung nach wird es besser werden. Also, oh, und für Sie ist das eine zukunftsgerichtete Preisaussage. Nein, keine zukunftsgerichtete Preisaussage, keine Finanzberatung. Warum sage ich diese Dinge? Weil es Leute gibt, die mich vermasseln wollen. Es gibt Leute, die mir Schaden zufügen wollen. Es gibt auch Menschen, die dir Schaden zufügen wollen. Ich werde Ihnen gleich mehr darüber erzählen. Wir haben also ein wunderbares Netzwerk. Wir haben wunderbare Funktionen. Wir haben einen wunderbaren Airdrop. There's, you know, you can... Sie können Kredite über das Pulse-Chain-Netzwerk vergeben. Es gibt Projekte, bei denen Sie Münzen ausleihen können. Es gibt Projekte, die das ermöglichen. Es gibt Stablecoins auf Pulse-Chain. Es gibt alle möglichen Dinge, die Leute auf Pulse-Chain gestartet haben. Ich weiß nicht so viel darüber. Sie können es sich ansehen. Die Leute bauen neue Dinge im Netzwerk und bringen sie auf den Markt. Es ist cool. Ich würde gerne Fiat auffahrten sehen. Ich würde es lieben. Eine coole Sache, die ich in dieser Community gesehen habe, ist, dass sie einen Board oder mehrere Boards erstellt hat. Ich glaube, mehrere Teams haben Boards erstellt, die ihnen kostenlose Impulse senden, wenn sie eine Brücke in das Netzwerk schlagen. Wenn man also früher ein anderes Netzwerk überbrückte, musste man auch einen Impuls überbrücken. Sie mussten also einen Austausch durchführen und dann eine zusätzliche Brücke erstellen, um den Puls zu überbrücken, damit der native Puls die Transaktion durchführen kann. Oder Sie könnten versuchen, es über einen Nebenkanal zu bekommen, etwa über eine Börse oder so, oder über einen Freund. Und das wäre ein Extra. Wenn Sie es also ohne den Austausch oder ohne den Freund tun, müssten Sie einen zusätzlichen Austausch und einen zusätzlichen Versand durchführen, was bei Ethereum sehr teuer ist. Wissen Sie, eine Brücke kostet vielleicht 12 Dollar und der Tausch kostet vielleicht 20 Dollar. Es war wie eine Strafe von 32 Dollar, nur um native PLS zu bekommen. Das ist scheiße. Was die Leute also gemacht haben, war, dass sie einfach Bots entwickelt haben, die ihnen kostenlose PLS schicken, wenn sie überbrückt haben und noch kein PLS haben, was großartig ist, denn jetzt ersparen sie ihnen einen Tausch und ersparen ihnen die Entscheidung, welchen Token sie tauschen sollen. Denn im Gatekeeping-Bereich bekommt man mit der Eingabe von WPLS natürlich nicht den verdammten Token, weil es überall Gatekeeping, Abschaum und Müll gibt. Verrückt. Also ja, das ist großartig. Und es ist sehr billig, oder? Denn als würde es weniger als einen Cent kosten, viele Mal Native Force an jemanden zu senden, so wie sie es tausendmal senden würden. Und es würde sie nicht einmal einen Cent kosten. Das ist großartig. Das ist sehr, sehr cool. Daher bin ich froh, dass die Community diese Dinge geschaffen hat. Ich denke, das wird es für die Leute viel einfacher machen, die Brücke zu nutzen, wenn sie wollen. Viel günstiger, viel schneller. Okay, wir haben also den Client Topping Day, Slippage, Liquidität und kostenlose PRC20s abgedeckt. 20s. Ja, wenn Sie einen Token auf Ethereum haben. Und Konten für NFTs gibt es übrigens auch, oder? Sie haben also ein NFT auf Ethereum gekauft? Eine Kopie davon gibt es hier auf Pulsechain. Gleicher Code, kopieren. Haben Sie es jemandem verkauft und ihm dann nicht die Pulsechain-Version verkauft? Interessant. Leute, die ihre NFTs auf Ethereum verkauft haben, haben also immer noch ihre Pulsechain-Versionen. Ethereum still have their Pulsechain-Versions? Das ist interessant, oder? Ich habe keinen Markt für diese Dinge gesehen. Und ich denke, Märkte für JPEGs sind für JPEG-Inhaber wahrscheinlich sehr wichtig. So, I think you may see more. Wenn jemand einen Markt für die Feuerschiene, für die Pulsechain-Versionen von NFTs erschafft, denke ich, dass es einen Aufschwung geben wird, weil diese Leute ruiniert sind. Sie sind am Boden zerstört und hätten nichts gegen das kostenlose Geld. Wenn Sie diesen Leuten also etwas Gratisgeld geben wollen, hätten Sie wahrscheinlich nichts dagegen. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gefallen würde, einen Markt zu haben, in den Sie einsteigen können. Und irgendwann, wissen Sie, hätte ich nichts dagegen, 20 Exemplare von PRC und 20 von ERC zu sehen. Denn ich meine, schau mal, theoretisch, wenn die Leute genug von ihren kostenlosen PRC-20ern abgelegt haben,
um eine Basis zu schaffen. Denn wenn jemand eine PRC20-Kopie erstellt hat, ist ihr Platz, wenn jemand eine PRC20-Kopie mit überbrückten C20ern erstellt hat, die wir EERC nennen, 20, genau wie alles, was sie wissen, eingewilltes Bitcoin oder was auch immer es das Ding schaffen könnte, von dem man geträumt hat, wie das weniger liquide, volatilere. Aber dennoch, weil sie überbrückt sind, sind sie immer noch an die Art von ERC20 preisgebunden. Und was sind nun schon 7 Monate vergangen? 7 Monate reichen wahrscheinlich aus, um zu sehen, wie diese Jungs ausrasten. Es wäre also interessant, Experimente mit Leuten zu sehen, die eine Brücke zwischen ERC-20 und PRC-20 schlagen, um zu sehen, ob der PRC-20-Markt dem ERC-20-Markt folgt und folgt, wofür natürlich irgendjemand irgendwo einen Bot betreiben müsste. Sie wollten von dieser Arbitragemöglichkeit profitieren. Oder wenn es niemanden gäbe, der Bots betreibt, würden die beiden Märkte meiner Meinung nach einfach parallel existieren. Weil sie nicht direkt miteinander verbunden sind, oder? Wie beim einzigen Seitenkanal würden Leute, die Bots betreiben, diese beiden Dinge miteinander in Verbindung bringen. Ich finde... Nun, ja. Ich meine, eigentlich stehen sie in direktem Zusammenhang, wenn sie in einem AMM sind. Aber das AMM kennt den Zustand des anderen Systems nicht. Daher besteht kein wirklich direkter Zusammenhang zwischen ihnen. Lassen Sie mich das also umformulieren. Der überbrückte ERC-20 steht in direktem Zusammenhang mit dem freien PRC-20, wenn beide in einem AMM-Paar sind. Aber diese AMM-Paare ähneln in gewisser Weise dem Notierungspreis der überbrückten ERC-20 und stehen in keinem direkten Zusammenhang mit irgendetwas, da dies nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, was auf dem AM oder den Märkten in der Ethereum-Kette vor sich geht. Es kennt das Zeug nicht. Es wäre ein interessantes Experiment. Ich denke, jemand sollte es tun. Es wäre cool. Also Dinge, auf die ich mich freue. Wenn man Aaron-Apps hätte, könnte jemand Brücken zu anderen Dingen öffnen. Ich glaube, jemand hat eine Brücke zu BSC geöffnet, aber ich glaube nicht, dass das Volumen erhöht. Aber vielleicht weiß niemand davon. Das ist die Sache. Ich habe solche Angst, über irgendetwas zu reden, ohne die Audits zu lesen und sicherzustellen, dass die Leute nicht ruiniert werden, oder? Ich hasse es, wenn Menschen ruiniert werden. Deshalb hört man mich selten über Dinge reden, an die ich nicht wirklich glaube. Was sonst? In diesem Markt, in dem man eine weniger liquide Leverage-Position hätte haben können, vor allem nach etwa 7 Monaten der Marktbereinigung, halte ich es für weniger riskant, von ERX20-Hamstern einfach ins Unendliche abgeladen zu werden. Denn wie Sie gesehen haben, haben die Pepe-Leute einfach ins Unendliche abgeladen. Sie haben Aave Infinite Dump auf der PRC20-Seite gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, worüber andere Münzen wie diese Gemeinschaften gerade erzählt wurden. Und sie waren wie eine unendliche Müllkippe. Ihr denkt ja. Aber jetzt zahlt ihr $30 pro Swap, $20 pro Swap, $50 pro Swap, abhängig von den Zinssätzen. Wenn Sie gerade Ihre Liquidität in Ihrem Netzwerk in das übergeordnete Netzwerk verlagert hätten, würden Sie praktisch nichts für den Tausch und nichts für das Senden bezahlen. Und Sie würden keine hohe Steuer zahlen, um neue Benutzer zu gewinnen. Wenn der Umtausch $50 kostet, zahlen Sie für jeden neuen Benutzer eine On-Ramp-Steuer in Höhe von $50. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. Das ist nicht gut. Es ist genau wie damals, als Bitcoin $40 kostete. Ich habe versucht, es den Leuten zu erklären, aber einige Dummköpfe haben es nicht verstanden. Wenn es $40 kostet, Bitcoin für immer zu verschicken, was meiner Meinung nach nicht der Fall sein wird, aber nehmen wir an, dass es so ist, dann haben Sie, wenn Ihnen jemand $40 Bitcoin geschickt hat, in Wirklichkeit null, weil es Sie $40 kosten würde, es zu schicken zum nächsten Mann oder zur Börse oder zum Händler oder um irgendetwas damit zu tun, kostet es Sie $40. Selbst wenn Sie Ihren privaten Schlüssel verkauft haben, was normalerweise niemand tut, weil Sie nicht nachweisen können, dass Sie Ihre Kopie davon gelöscht haben, trägt der Nächste das Risiko, weshalb Blockchain Ledger, mit Zeitstempel, doppelte Ausgaben und so weiter verhindern. Und so weiter.
Wenn das Versenden von Bitcoin $40 kostet, bedeutet das, dass es sie $80 kostet, $40 zu senden. Und dann hat der Typ, der es erhält, wirklich nichts, weil es ihn $40 kosten würde, es auszuprobieren. Also verwandeln Sie einfach 80 in 0. Wenn es also $40 kostet, Bitcoin zu verwenden, heißt das, wenn Sie $80 ausgeben, haben Sie 0, weil es Sie 80 gekostet hat, 80 zu kaufen. Aber dann haben Sie nur 40 erhalten, weil die Börse Ihnen den Erhalt der 40 in Rechnung stellen wird. Und dann wird es so sein. Es hat Sie 40 gekostet, es zu senden, damit dieser Typ tatsächlich 0 erhält. Ich meine, tatsächlich einschließlich, damit es schlimmer sein kann, als ich es ursprünglich erklärt hatte. Es kann 120 kosten, es in 0 umzuwandeln. Also lasst uns ganz schnell rechnen. Sie haben $120 an die Börse geschickt. Tauschen ist dumm. Sie wollen kein Geld an Sie verlieren. Sie werden Ihnen also $40 für den Versand in Rechnung stellen, weil der Versand Sie $40 gekostet hat. Sie kaufen also 120 von Ihrer Börse. Sie zahlen Ihnen 40, um es Ihnen zu schicken. Jetzt haben Sie noch 80 übrig. Du schickst deinem Freund 40. Es kostet dich 40. Jetzt ist Ihr Guthaben also 0 und Ihr Freund hat 40 erhalten. Aber es ist 0 wert, weil Sie es nicht verwenden können, ohne 40 auszugeben. Jetzt haben Sie also tatsächlich aus 120 eine 0 gemacht. In meinem vorherigen Beispiel, über das die Leute gestritten haben, ging es darum, dass man 80 zu 0 bekommen würde. Aber in Wirklichkeit, wenn der Umtausch nicht dumm ist und Sie kein Geld verlieren, wenn Sie ihnen die Münzen schicken, verwandelt sie tatsächlich 120 in 0. Jetzt haben Sie also eine Mindeststeuer von $120, um jemanden dazu zu bewegen, jemals Münzen an einen Freund zu schicken. Das ist unhaltbar und dumm und nicht, als ob die Kryptowährung erfunden wurde. Sie sollte auch nicht schlimmer sein als das alte System. Das ist es. Ja, ich denke so. Ja, ich finde es ziemlich cool, dass Pulsketten grundsätzlich kostenlos verschickt werden können. Schauen wir uns also noch einmal die Benzinpreise an. $9 für den Versand von Bitcoin, $8 für 49 Cent, $1 für 20 Cent für den Versand von Ether, 2 Cent für den Versand von PLS. Das ist 50.000 mal billiger als Bitcoin, 7.500 mal billiger als Ethereum. Leute, das Netzwerk ist gut. Was großartig ist, oh, und die Brücke ist auch kostenlos. Jemand hat die Brücke auf 0 gesetzt, sodass für die Nutzung der Brücke in beide Richtungen keine Gebühr anfällt. Wenn Sie also zu bridge.postchain.com gehen, fallen derzeit keine Gebühren an. Rein raus, so oder so, keine Gebühren. Jetzt zahlen Sie eine Gebühr im Ethereum-Netzwerk. Daran kann man nichts ändern. Das ist die Ethereum-Seite, oder? Sie haben also ein großartiges Netzwerk und eine Menge Gratismünzen und es hat 7 Monate lang einwandfrei funktioniert. Macht es großartig, Jungs. Sie können Dinge darauf starten, es verwenden, Fiat-Auffahrten bauen, einen Geldtransmitter in Ihrem Bundesstaat gründen, einen lizenzierten Geldtransmitter in Ihrem Bundesstaat gründen und Sie können, wissen Sie, die Community verbessern. Also, so legales Zeug. Reden wir über rechtliche Dinge. In den Vereinigten Staaten gibt es so etwas wie die Verfassung. Die Verfassung schränkt die Regierung ein. Die Aufgabe der Verfassung besteht darin, die Regierung einzuschränken und ihre Rechte zu schützen. Es gibt so etwas wie die Bill of Rights, bei denen es sich um Verfassungszusätze handelt, die wirklich, wirklich super sind, um einem ein gutes Geschäft zu machen und die Möglichkeiten der Regierung einzuschränken. Denn Regierungen haben im Laufe der Geschichte eine solche Geschichte, Menschen immer und immer und immer wieder zu verarschen. Was steht also in der Verfassung? Das sind sehr wichtige Dinge, die man wissen muss. Und diese Dinge sind so wichtig zu wissen, dass Bundesbeamte wie Gary Gensler, der Vorsitzende der SEC, im Internet nach Gary Genslers Bestätigungsanhörung suchen und sehen werden, wie er einen Eid auf die Verfassung schwört, die Vereinigten Staaten von Amerika, um es gegen Feinde im In- und Ausland zu verteidigen. Nun fragen Sie sich vielleicht, was ist ein Innenfeind? Was ist ein innerstaatlicher Verfassungsfeind? Ich wundere mich. Die Verfassung hat also etwas, das sich den ersten Zusatzartikel nennt. Der erste Verfassungszusatz beinhaltet Meinungs- und Pressefreiheit. Die Regierung darf doch kein Gesetz gegen freie Meinungsäußerung und all das erlassen, oder? Nun, es stellt sich heraus, dass Gary Gensler und die Securities Exchange Commission tatsächlich viel gegen ihren Eid verstoßen. Es stellt sich heraus, dass sie gegen vieles verstoßen, wovor die Verfassung eigentlich schützen soll.
Die Verfassung besagt also, dass sie ein Recht auf Bewegungsfreiheit, ein Recht auf Vereinigungsfreiheit und ein Recht auf Meinungsfreiheit haben. Es gibt noch andere Rechtslehren wie das Recht auf Vertragsabschlüsse. Wenn man als Foltereingriff in die Verträge anderer Leute eingreift und dafür verklagt wird und es Geld kosten kann, hat man doch eine ganze Reihe von Rechten, oder? Und dann gibt's noch schlimmere Verstöße. Wenn Sie also die freie Meinungsäußerung von Menschen verletzen wollen, ist eine sogenannte vorherige Zurückhaltung eine der schlimmsten Möglichkeiten, dies zu tun. Oder Sie geben ihnen nicht einmal die Möglichkeit, sich zu äußern. Nun, hören Sie sich das an. Blockchain-Netzwerke sind Kommunikationsnetzwerke. Sie tragen Sprache. Der erste Bitcoin-Block enthielt eine Kopie eines Zeitungsartikels. Blockchain-Netzwerke sind eine Rede. Und die Software, die aus Blockchain-Netzwerken, den Knoten, den Wallets besteht, sind nur Textverarbeitungshilfen. Sie helfen Ihnen lediglich dabei, Ihre Rede so zu formatieren, dass andere Teilnehmer sie verstehen können. So, wenn Sie also versuchen, in die Blockchain einzugreifen, stören Sie die Kommunikation. Sie stören das Kommunikationsnetzwerk. Sie üben Zurückhaltung aus. Ihre Einmischung in diese Dinge hat eine abschreckende Wirkung. Sie stören die Gemeinschaft der Menschen. Sie beeinträchtigen das Recht der Menschen, untereinander Verträge abzuschließen. Sie greifen in bestimmte Verträge ein. Sie verstoßen in vielerlei Hinsicht gegen ihren Eid, die Verfassung zu schützen. Sie tun dies außerhalb der Autorität des Kongresses. Sie tun es außerhalb ihres Mandats. Ich verstehe also nicht, wie Amerika zum Gefängnisstaat wurde. Amerika hat die höchste Inhaftierungsrate aller Nationen, die jemals in der Geschichte der Menschheit existiert haben. Und doch gibt es nur sehr wenige Klagen gegen Leute in der Regierung. Es scheint einfach nicht zu mir zu passen. It just doesn't seem to match up to me. Wenn Sie extrem hohe Raten haben, bei denen die Regierung Menschen ins Gefängnis steckt, sollten Sie dann nicht auch hohe Raten haben, bei denen einige Leute ins Gefängnis gesteckt werden, sozusagen die Regierung wegen der Verletzung ihrer Rechte zu verklagen. Ich meine, wenn man um die Welt reist, kann man in manchen Ländern nicht einmal 20 Jahre wegen Mordes bekommen. Aber in den Vereinigten Staaten verschenkt man Zeit wie Süßigkeiten. Man kann sehr leicht 20 Jahre bekommen, wenn man viele verschiedene Dinge tut. Es ist sehr einfach, 20 Jahre in den Vereinigten Staaten zu verbringen. Es ist sehr schwer, irgendwo anders 20 Jahre zu bekommen. Ist das nicht grausam und ungewöhnlich? Übrigens gibt es in der Bill of Rights eine Regel gegen grausame und ungewöhnliche Strafen. Sollte es deswegen nicht noch mehr Klagen geben, ist es nicht grausam und ungewöhnlich, dass man für Dinge, die kein Mord sind, Strafen erhält, die der Rest der Welt als Mord ansieht? Und ich denke, selbst in den Vereinigten Staaten gibt es Verbrechen, bei denen man härter bestraft wird als für gewaltfreie Verbrechen und Gewaltverbrechen. Und viele Beispiele ergeben keinen Sinn. Sie sind wie Metakriminalität, die nicht einmal ein Opfer hat. Sie nie. Diese Dinge sind so. Sie sind nicht gesund. Sie sind nicht gut. Und so kommt es zu der höchsten Inhaftierungsrate in der Geschichte der Menschheit. Haben Sie also wirklich die Rechte, für die Sie nicht kämpfen wollen? Wahrscheinlich nicht. Man muss also für diese Rechte kämpfen. Und es ist einfach tragisch, weil so wenige Menschen über die Mittel oder die Fähigkeit verfügen, dem Rückschlag standzuhalten und für ihre Rechte zu kämpfen. Ich meine, wenn gegen den Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichtliche Verfahren gegen ihn eingesetzt werden, sodass er nicht für ein Amt kandidieren kann, das ist es, was sie in der dritten Welt tun. Die Machthaber nutzen die Exekutive und die Polizei, um sicherzustellen, dass niemand gegen sie antreten kann, sodass sie einfach weiter gewinnen. Das ist nicht gut für die Demokratie, Leute. Das ist es wirklich nicht. Es soll freie und faire Wahlen geben, bei denen die Menschen zwischen verschiedenen Parteien wählen können. Das darfst du nicht tun, noch einmal. Das ist wie vorherige Zurückhaltung. Bevor sie kandidieren können, sollten sie nicht sicherstellen, dass sie nicht kandidieren können. Denn wie können sie eine faire Wahl durchführen, wenn die Leute, die sie abwählen möchten, die Kontrolle darüber haben, wer gegen sie antreten darf? Es macht keinen Sinn. Und dann, wissen Sie, wenn Sie der Regierung diese Macht geben, die sie nicht haben sollte,
wird irgendwann ein schlechtes Team das Sagen haben und dieses schlechte Team wird diese Macht missbrauchen. Und so kamen die Gründerväter traditionell auf die Idee, dass es Checks and Balances geben sollte. Damit alles klappt, sollte man sich nicht nur darauf verlassen, dass eine Person gut ist. Sie sollten davon ausgehen, dass gelegentlich jemand scheiße ist, wenn Bösewicht an die Macht kommt, und sie sollten eine Kontrolle und Abwägung haben. Also, wissen Sie, die Legislative soll das Gesetz schreiben, die Exekutive soll es ausführen, die Judikative soll, wissen Sie, in der Mitte sein und dafür sorgen, dass zwischen beiden alles richtig funktioniert. Im Moment schreibt der Verwaltungsstaat, ein vierter Zweig der Regierung, der nicht aus nicht gewählten Bürokraten bestehen sollte, alle Gesetze und belastet Millionen von Menschen mit Vorschriften und es gibt kein Gegenmittel. Ihr Gegenmittel besteht darin, sie vor Gericht zu verklagen und dafür zu sorgen, dass sie für willkürlich und launisch erklärt werden. Wie oft wurde die SSC in letzter Zeit für willkürlich und launisch erklärt? Viele Male, zahlreiche. Im Ripple-Fall sagte der Richter im Grunde, dass die SEC-Anwälte sich nicht treu an das Gesetz hielten und ihre Geschichte änderten, indem sie das bekamen, was sie wollten. Erst kürzlich haben die Anwälte der SEC in einem Fall gelogen und der Richter hat sie bei den Lügen erwischt und gesagt, nun, da sie bei diesen Lügen erwischt wurden, erklären Sie mir, warum ich sie nicht direkt bestrafen und mit einer Geldstrafe belegen sollte. Finden Sie den SEC-Anwalt, der das Gericht belogen hat. Und dann sehen Sie, wie alle seine Chefs bei der SEC da einspringen und sagen, ah, es tut uns leid, euer Ehren. Bitte bestrafe uns nicht, Bruder. Sanktioniere uns nicht, Bruder. Wir werden alle umschulen. Und deshalb werde ich euch wissen lassen, wo diese spezifischen Dokumente zu finden sind. Das ist erst ein paar Tage alt. Yes. Dann sehen Sie, wie die Chefs dieses Kerls bei der SEC ihn unter den Bus werfen und junge Leute unter den Bus werfen, wenn ich mich recht erinnere, und dann darüber reden, wie sie alle ihre Prozessanwälte umschulen werden und wie es ihnen geht. Wir werden diesen Kerl los und sie setzen neue Leute ein. Und du denkst, hey, weißt du was? Du hättest diese Probleme nicht. Sie haben den Richter einfach nicht angelogen. Sie müssen ihre Leute also nicht darin schulen, den Richter nicht anzulügen. Und das ist nicht das Einzige, oder? Die SEC hat 4 ihrer letzten 5 Fälle vor dem obersten Gerichtshof verloren. Gary Gensler spricht gern im Fernsehen, wenn er nicht für die SEC zuständig ist. Deshalb wird er in Interviews mit Leuten gehen und sagen, dass er nicht im Namen der SEC spricht. Nun, Kumpel, das bedeutet, dass du in deinem Namen sprichst. Was bedeutet, dass es strafbar ist. Okay, sie sprechen in ihrem eigenen Namen und bewegen Märkte. Und manipulieren Märkte. Sie, Gary Gensler, manipulieren Märkte außerhalb ihrer Befugnisse bei der SEC, was bedeutet, dass sie persönlich dafür verantwortlich sind. Sie hören, wie ich meine Sprache so gut wie möglich vermeide, weil ich keinen Fall erwischen will. Keine Finanzberatung, recherchieren Sie selbst, keine zukunftsgerichteten Aussagen. Aber du Kumpel, du lehrst aktenkundig am MIT, dass 75% der Token keine Wertpapiere sind. Dann bekommst du einen Job. Du bekommst deinen Rundweg, du hast deine Drehtür, du hast deine 16 Jahre bei Goldman Sachs, aber jetzt darfst du Goldman Sachs regulieren. Das ist ein guter Rundweg. Du hast es geschafft, Kumpel. Du darfst alle deine Freunde verteidigen, damit du dein ganzes Geld verdienst. Wo ist dein ganzes Geld, Gary? Du hilfst allen deinen Freunden, indem du die Konkurrenten verarschst, oder? So in Garys Welt. Und übrigens... Ich würde gerne sehen, dass Gary Gensler wegen seiner Marktmanipulation mit seiner Rede außerhalb seiner Befugnisse bei der SEC angeklagt wird. Ich würde gerne sehen, dass er wegen Verstoßes gegen seinen Eid angeklagt wird. Ich würde gerne sehen, dass die Leute ihn direkt verklagen, weil er es ist, den die Leute nicht verstehen, wenn die SEC versucht, etwas als Wertpapier zu bezeichnen. Es ist, als würde man Eltern anrufen, sie umarmen, schlagen und verhaften, weil sie ihre Kinder verprügelt haben. Ekelhaft. Es handelt sich um einen Verstoß gegen das ordnungsgemäße Verfahren. Es handelt sich um einen Verstoß gegen den gleichen Schutz. Menschen, die über die Blockchain miteinander sprechen, verdienen die gleichen Rechte wie Menschen, die über Stift und Papier miteinander sprechen. Nicht digital. Analog. Sie sollten den gleichen Schutz für Personen genießen, die die Post nutzen. Sie sollten den gleichen Schutz für Personen genießen, die das Telefon nutzen. Im Moment läuft einfach so viel schief. Und es wird einfach Millionen und Abermillionen Dollar kosten, es zu reparieren.
Und ich denke, man könnte den ausgegebenen Millionenbetrag reduzieren, wenn es eine gewisse persönliche Verantwortung gäbe. Ich denke, wenn Menschen für das, was sie tun, persönlich zur Verantwortung gezogen werden, ist das richtig. Wenn Sie also als Wärter in einem Gefängnis die Rechte von jemandem verletzen, können Sie im Rahmen Ihrer qualifizierten Immunität verklagt werden. Wenn Sie sich entscheiden, außerhalb Ihrer Befugnisse und außerhalb Ihres qualifizierten Immunitätsschutzes Aussagen zu machen, die den Märkten schaden, sollten Sie möglicherweise persönlich dafür verantwortlich gemacht werden. Vielleicht sollten Sie sich dafür vor Gericht verantworten. Wenn Sie Dinge sagen wie, wir wollen mehr Fälle verlieren, denn wenn Sie nicht genug Fälle einbringen, wenn Sie keine Fälle verlieren, bringen Sie nicht genug ein, sagt Gary Gensler aktenkundig. Gary Gensler hat vor dem Kongress unter Eid erklärt, dass es eine Lücke in der Gesetzgebung gibt, in der sichere Börsen nicht reguliert werden können, weil es sich um Kryptobörsen und nicht um Wertpapierbörsen handelt. Und dann, wissen Sie, nicht lange später sagt er, ach, habe ich damals gelogen oder habe ich jetzt gelogen? Ich weiß es nicht, aber meine Geschichte hat sich auf jeden Fall verändert. Jetzt haben wir tatsächlich alles, was wir brauchen. Kommen Sie einfach vorbei und registrieren Sie sich, auch wenn es im wahrsten Sinne des Wortes so ist, dass Sie von Coinbase per Mandamusurkunde verklagt wurden. Und dann reagierte die SEC schließlich nach langem Zögern und sagte, oh ja, eigentlich werden wir keine Regeln aufstellen. Der ganze Rest der Welt macht Regeln. Japan macht Regeln. Singapur macht Regeln. Es gibt neue Austauschlizenzen. XRP hat gerade die Lizenz als Geldtransmitter erhalten. WASP, preiswerter Service, was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Assets. Und in Irland hat Coinbase, glaube ich, gerade einen Anbieter für virtuelle Vermögenswerte in Frankreich bekommen. Doch. Der ganze Rest der Welt hat's herausgefunden. You know. Und dann noch mehr schlechtes Zeug, oder? Gary Gensler verliert den XRP-Fall. Sehen Sie, er ist es jetzt nicht konkret, aber ich denke, er gehört zu der Kommission, die darüber stimmen muss, was tatsächlich verklagt wird, oder? Ich glaube also, dass die Kommission aus etwa 5 Leuten besteht und man etwa 3 von 5 braucht. Und wenn Sie 3 von 5 Punkten erreichen, können Sie eine Klage gegen jemanden einreichen. Ich denke, so funktioniert das. Kein Experte, kein Anwalt. So. Also 3 oder 5 Leute und übrigens sieht man ständig abweichende Meinungen, oder? Hester Pierce ist also Kommissarin. Sie ist immer anderer Meinung. Sie ist im Fall der Stoner Cat anderer Meinung. Sie ist in einer Reihe von Fällen anderer Meinung. Ihnen nur zu sagen, was wir tun, ist falsch. Das, was die SEC macht, ist falsch. Und sie ist im Vorstand. Sie ist in der Kommission, oder? Sie ist eine der 5 Personen, die über diese Dinge abstimmen dürfen. Und da ist noch ein anderer Typ, ich glaube, sein Name ist Udaya, der heutzutage häufig anderer Meinung als sie ist. Nun, warum erzähle ich euch von diesem Zeug? Denn das ist ihr. Das sind ihre Rechte. Ich lebe nicht in den Vereinigten Staaten. Ich habe seit Jahrzehnten nicht mehr in den Vereinigten Staaten gelebt. Das sind ihre Rechte. Das sind deine Probleme. Diese Leute verarschen dich. Sie müssen etwas dagegen tun. Die Dinge, die ich Ihnen sage, sind offensichtlich wahr, wie zum Beispiel, dass Sie Kryptowährungen nicht verwahren können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der IRS versucht, ein Gesetz zu erlassen, nachdem jeder, der von einer Transaktion hätte wissen können, nun zur Rede gezwungen wird und Daten über andere Personen sammeln muss, die von chinesischen Hackern und russischen Hackern gehackt und gestohlen werden. Aber das tun sie einfach nur Idioten, oder? Es ist genau wie bei der SEC selbst. In ihrem eigenen jährlichen Brief erklären sie, dass sie keine Experten für die Arbeit an Krypto finden können, weil sie alle Krypto besitzen und diese nicht verkaufen wollen. Und deshalb dürfen sie keine Leute einstellen, die Krypto besitzen. Okay, vielleicht Leute. Haben Sie ein schlechtes Setup? Oder denken Sie, dass Sie aufhören, richtig zu saugen? Hören Sie einfach auf, Jungs, zu saugen. Wenn Sie nicht über die Fachkenntnis verfügen, Dinge zu regulieren, wissen Sie, ist es besser, zuerst keinen Schaden anzurichten. Oder, wie das Hippokratesgesetz dem Ärzte folgen gilt, zuerst keinen Schaden anrichten. Ja, als hätte Gary Gensler sich mit Sam Bankman-Fried, seinem Kumpel, getroffen, oder? Sein Demokrat war wie Gary Gensler, der Schatzmeister für Hillary Clintons demokratischen Präsidentschaftswahlkampf. Ich denke, er ist so politisch, wie es nur geht. Hier trifft er sich mit Sam Bankman-Fried, der Unmengen von Geld an demokratische Politiker geschickt hat. War es Maxine Waters, die Sam Bankman-Fried einen Kuss zuwarf? Ja, Leute, gut. Aber ihr werdet den Gläubigern doch nicht das Geld zurückgeben, das sie gespendet haben, oder?
are you? FTX ist bankrott gegangen, Sam Bankman-Fried hat das Geld gestohlen, aber Sie Politiker werden das Geld, das er Ihnen gegeben und gestohlen hat, nicht zurückgeben, oder? Are you? Nein, du bist nicht. Warum? Ihr seid vielleicht keine guten Menschen. Vielleicht sind Sie einfach keine guten Menschen. Um nicht zu sagen, dass es ein Gesetz gibt, das Sie abdeckt, sodass Sie es nicht zurückgeben müssen oder was auch immer, aber das ist nicht das, was dich schlecht macht. Dass du die Rechte anderer verletzt, ist das, was dich schlecht macht, oder? Ich erinnere mich an Covid. Ich erinnere mich, dass ihr das Recht eines jeden auf Freizügigkeit verletzt und seine Bewegungsfreiheit verletzt. Ich erinnere mich, dass sie Leute unter Hausarrest gestellt haben. Ich erinnere mich, dass ihr das gemacht habt. Es war widerlich. Ich erinnere mich, wie ihr jetzt versucht habt zu behaupten, dass Kryptowährungen zur Unterstützung der Hamas verwendet werden und 60 Millionen gesagt habt und dann schaut ihr euch die Zahlen an und es sind 800.000. Was ist hier los, Leute? Warum lügen Sie weiter? Hören Sie auf zu lügen. Hören Sie buchstäblich einfach auf zu lügen. Ja, die Argumente, die ich habe, sind offensichtlich wahr, dass Kryptowährungen oder Kommunikationsnetzwerke möglicherweise Schutzmaßnahmen für den sicheren Hafen haben, die möglicherweise Schutzmaßnahmen für die Meinungsfreiheit und die Freiheit haben. Vertragsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Schutz vor vorheriger Zurückhaltung. Diese Argumente werden nicht verwendet. Das sind sie einfach nicht, was für mich so dumm ist. Dabei handelt es sich um Kommunikationsnetzwerke zwischen Gleichgesinnten. Es könnte nicht offensichtlicher sein. Das ist Rede. Wir übermitteln Text. Wir übermitteln Nachrichten. Wir übermitteln Zahlen. Übertragen Bilder. Wir vermitteln Kunst. Wir übertragen Audio. Dabei handelt es sich um ein Kommunikationsnetzwerk unter Gleichgesinnten. Das ist Rede. Das ist Sprache, wie Sprache nur sein kann. Rechts. Die Vorstellung, dass die Leute diese Argumente einfach nicht verwenden, ist also sehr dumm. Denn wenn man einen Fall verliert, kann man im Berufungsverfahren keine neuen Beweise vorbringen. Sie müssen also im ersten Fall alles abdecken. Wenn Sie also Argumente auf dem Tisch lassen und sie nicht zum ersten Fall machen, können Sie sie im Berufungsverfahren nicht zur Sprache bringen. Großer Fehler, großer Irrtum. So. Wenn Sie also Anwälte sind, die Amicus-Schriftsätze einreichen oder Anträge auf Intervention einreichen, müssen Sie Ihren ersten Verfassungszusatz, den 10. Verfassungszusatz, das ordnungsgemäße Verfahren, den gleichen Schutz, die Sperrfristen und die Verzichtserklärung abdecken. Wenn Sie dies nicht tun, googeln Sie diese Wörter, weiß, was sie bedeuten. Wie bei Latches und Waiver, im Grunde hätten sie diese Klage auch früher einreichen können. Und der Beklagte hätte einen besseren Job und eine bessere Fähigkeit gehabt, sich zu verteidigen, aber sie haben sich dagegen entschieden. Und deshalb haben sie möglicherweise auf ihr Durchsetzungsrecht verzichtet. Und in anderen Fällen, ich meine, wir haben Kryptofälle gesehen, bei denen sogar die Verjährungsfrist überschritten wurde und dann trotzdem ein Urteil gefällt wurde. Oder als wäre die Verjährungsfrist abgelaufen. Warum haben Sie sich nicht gut beraten lassen? Und warum haben Sie nicht argumentiert, dass das Gesetz in Kraft sei? Wie Crypto. Es ist eine Branche, die von Clowns und Idioten geführt wird. Clowns und Idioten, die nicht zuhören wollen. Wenn ihr mir zuhören würdet, hättet ihr bei BlockFi kein Geld verloren. Ihr hättet bei Celsius kein Geld verloren. Ihr hättet bei Gemini Earn kein Geld verloren. Was für ein falscher Bitcoin-Maximalist, oder? Schauen Sie sich die Winklevide Zwillinge an. Ja, ihr seid echte Bitcoin-Maximalisten, wenn ihr das Gegenteil tut und ihnen die privaten Schlüssel wegnehmt und sie an eine Gegenpartei weitergibt und dann geht ihr alle zusammen zugrunde. Wie dumm seid ihr? Ihr seid Idioten. Oder wie wäre es mit diesem, oder? Zensurresistentes Netzwerk. Die Leute stellen JPEGs in das Bitcoin-Netzwerk und die Bitcoin-Leute hassen das. Sie haben es mit der Gegenpartei abgeschafft und die Größe des Op-Return-Codes zu klein gemacht, als dass die Kennedy-Partei damals hätte operieren können. Sogar Tether operierte früher nur im Bitcoin-Netzwerk. Daher operierte USDT früher mit Keller-Coins, die sich im Bitcoin-Netzwerk befanden. Und dann haben sie damit aufgehört, weil die Gebühren und die Funktionen schlecht waren und sind jetzt hauptsächlich auf EVM-Netzwerke umgestiegen, wobei Ethereum das erste war. Das E in EVM steht für Ethereum Virtual Machine. Also wie Pulsketten und EVM-Netzwerk. Du weißt also, dass also Jack, der an der Spitze von Twitter stand, als sie der US-Regierung dabei halfen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung durch die Regierung selbst zu verletzen,
indem sie ihnen Listen von Personen gaben, die sie zum Schweigen bringen, abschwächen und sperren sollten, weil sie über Covid oder Joe sprachen. Bidens Laptop oder der Laptop seines Sohnes, Hunter Biden, voller Bilder von ihm, wie er Crack raucht und es mit Nutten treibt. Wissen Sie, und übrigens die Idee, dass Joe Bidens Kind ohne Qualifikation und mit viel Geld aus China und der Ukraine eine Menge Jobs in der Ukraine bekommt und dann seinem Vater Schecks ausstellt und die Handyrechnung seines Vaters bezahlt. Mann, du bist kaputt, Bruder. Jo, im Gefängnisstaat Amerika, wo fast alles ein Verbrechen ist und fast alles dir 20 Jahre einbringt. Joe Biden, ich habe schlechte Nachrichten für dich, Kumpel. Es sieht nicht gut für dich aus, Mann. Warum stellt ihr Kind ihnen Schecks raus? Und warum hat er Jobs in Ländern, in die wir Milliarden von Dollar schicken? Was ist das? Alter, Alter, nein, ich mag's nicht. Oh, Amerika. Mann, ich habe Amerika verlassen. Was? Vor 2023 Jahren. Ich habe Amerika vor 20 Jahren verlassen und dennoch verbringe ich hier meine Tage mit juristischer Recherche, um Amerika zu einem besseren Ort zu machen. Scheiße für mich, Bruder. Scheiße für mich. Vor 20 Jahren bin ich gegangen, habe nichts von dem kostenlosen Helikoptergeld bekommen, keine kostenlosen Geldchecks bekommen, keine Kredite bekommen, die ich nicht zurückgezahlt habe, nichts von dem Mist, den anscheinend alle anderen in Amerika bekommen haben. Ja, aber hier bin ich immer noch und versuche es zu einem besseren Ort zu machen, weil meine Leute mir wichtig sind. Deshalb mache ich ein Weihnachtsvideo für euch. Und wissen Sie, deshalb gebe ich Ihnen so viele Dinge kostenlos. Ich kümmere mich. Kostenloses Buch. Slash Sci-Vive. Das ist der Ace. Zwei kostenlose Bücher gibt es. Kostenlose Münzen. Pulsechain.com. Hackstorm. Was sonst? Es gibt so viele Dinge, die ich mag. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich klug bin. Okay, Sie hätten Hackstorm.com beanspruchen können. Sie hätten Hex im ersten Jahr kostenlos prägen können. Du hättest es kostenlos prägen können. Junge, dieser Richard, du kluger Kerl. Der Berg. Gox Hacker, der Silk Road Hacker, die chinesische Regierung, die dem Plus-Token Ponzi alle Bitcoins weggenommen hat. Sie haben den Pump verursacht, als ob ich mich nicht daran erinnern könnte, welches Jahr das war. Keiner dieser Kerle kann kostenloses Hex prägen, weil ein Timer eingeschaltet war. Sie können es nur für die ersten 365 Tage zählen. Gox. Tut mir leid, Leute. Ihr bekommt keine kostenlose Verhexung. So genial. Und tatsächlich wurden die Gox-Adressen entfernt. Selbst wenn sie es vor Ablauf der Zeit geschafft hätten, durften sie es einfach nicht. Was für ein gutes Design. Was für ein besseres Design. Anstatt sich von der Regierung den Kopf auf den Kopf werfen zu lassen. Die Regierung hat die Münzen der Seidenstraßen-Hacker genommen und wird sie auf sie werfen. Die Regierung nahm die Bitfinex-Hacker-Münzen an sich. Er wird sie dir überlassen. Die Regierung nahm die Münzen von FTX. Sie werden sie dir anlasten. Ihr liebt es, der Regierung eure Münzen zu geben, um sie euch zu überlassen, nicht wahr? Sie lieben es. Davon kann man einfach nicht genug bekommen. Aber Richard Hart hat Sachen entworfen. Dieses Problem gibt es nicht. Yay. Hey. Gut gemacht, Herr. Hart. Ja. Also denke ich. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Dinge bei Ihnen auftauchen werden. Ich denke, Sie werden sehen, wie diese auftauchen. Ich denke, dass diese Themen in SEC-Fällen zur Sprache kommen werden. Wenn Sie sie nicht im Amicus sehen, werden Sie sie in Anträgen sehen, einzugreifen. Diese werden Sie sehen. Sie werden diese Argumente sehen. Sie werden passieren. Und dann müssen die Gerichte entscheiden. Und hier ist das Lustige. Manchmal bekommt man einen Richter und es ist gut, ein ehrlicher Richter. Er versteht die Dinge, oder? So haben sie beispielsweise im Fall Coinbase Richter Fehler erwischt.
Und Richterin Fire erhielt auch eine Sammelklage gegen Uniswap, die sie ablehnte und den Fall abwies, weil sie meinte, nein, wissen Sie, Uniswap ist keine Wertpapierbörse und die Gründer von Uniswap und die Leute, die die Software entwickelt haben, sind es nicht. Das sollte ja so sein, wissen Sie. Sie können nicht so tun, als wären Sie eine Börse und Sie schulden Ihnen die gebotene Sorgfalt und diesen ganzen Mist. Sie versteht also automatisierte Market Maker. Sie versteht Uniswap und ist die Richterin im Fall Coinbase. Also ich meine, das ist großartig, oder? Als hätte sie in einer Sammelklage gegen Coinbase richtig entschieden. Daher wird sie im Coinbase-Fall vielleicht richtig entscheiden. Vielleicht gewinnen sie mit ihrem Antrag auf Beurteilung der Schriftsätze, ähnlich wie bei der Abweisung des Antrags. Es hängt davon ab, welchen Richter sie bekommen und wie viel Sorgfalt er aufbringen möchte. Es gibt viele Fälle da draußen, oder? Sie haben den Fall gegen die Tornado-Typen. Sie haben das IRS. Ich schätze, diese Kommentierungsfrist ist vorbei, aber Sie haben jetzt die Kommentierungsfrist des Finanzministeriums bezüglich des Versuchs, alle Mixer illegal zu machen, was das Dümmste überhaupt ist. Hey Leute, hier ist der vierte Verfassungszusatz. Es heißt, Sie haben ein Recht auf Privatsphäre. Hier ist die Menschenrechtssache der Vereinten Nationen, der alle zugestimmt haben, dass wir glauben, dass dies die Rechte sind, die Menschen haben sollten. Und Privatsphäre ist eines davon. Auch die Freiheitsbewegung ist eine davon. Aber dann macht man all diese Gesetze, die das Gegenteil davon sind. Man kann nicht sagen, dass Menschen ein Recht auf Privatsphäre haben und dann alles tun, um ihre Privatsphäre zu verletzen. Es ist nicht konsistent. Es macht keinen Sinn. Sie verstoßen gegen die Verfassung. Bitte hör auf. Und sie machen es überall. Und die Leute wehren sich nicht. Als ob du kein Funktionieren haben könntest. Der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, in nicht privaten Umgebungen gut zu funktionieren. Deshalb tragen wir Kleidung. Deshalb schließen wir unsere Jalousien. Deshalb schließen wir unsere Türen ab. Deshalb teilen wir unsere Zahnbürsten nicht. Es als ob Menschen gut funktionieren würden, wenn sie Privatsphäre hätten. Ohne funktionieren sie nicht gut. Ich meine, es ist einfach verrückt für mich, dass diese Leute, wenn man sie so nennen kann, immer wieder versuchen, die Rechte aller zu verletzen. Es ist genug. Bitte lass uns frei sein. Bitte. Die Gründerväter kämpften und starben für unsere Freiheit. Viele Amerikaner haben für unsere Freiheit gekämpft und sind gestorben. Können wir bitte unsere Freiheit haben? Bitteschön. Ihr solltet euch echte Jobs suchen und Dinge produzieren, die die Leute wollen, Waren und Dienstleistungen, die die Leute wollen. Wenn sie den Menschen den ganzen Tag nur die Freiheit nehmen, besteht die Möglichkeit, dass sie der Gesellschaft nicht helfen. Es besteht die Möglichkeit, dass sie der Gesellschaft schaden. So unglücklich. In Ordnung. Ihr Anwälte da draußen müsst also euren First Amendment, gleichen Schutz, freie Meinungsäußerung und Vertragsfreiheit abdecken. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die sie nicht nutzen und die sie gerne genutzt hätten, wenn sie zu Opio gehen müssten. Und es wäre schön, wenn ein Präzedenzfall geschaffen würde. Was sonst? Oh, ich habe eine kleine Liste erstellt. Kommen wir zur Liste. Oh ja, Kryptowährung ist großartig, oder? Sie erlauben immer wieder Geld in der Luft. Die Preise sind auf Allzeithochs. Krypto löst das, oder? So ist die Kryptowährung immer noch der Vermögenswert mit der besten Wertentwicklung, den es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Very cool. Sehr cool. Es hat eine bessere Betriebszeit. Es hat eine bessere Widerstandsfähigkeit. Es hat eine bessere Robustheit. Es hat eine bessere Haltbarkeit. Es hat ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Es hat bessere Funktionen. Kryptowährung ist großartig. Die Freiheit des Handelns liegt allen anderen Rechten zugrunde. Wenn Sie also nicht das Recht haben, mit Menschen Geschäfte zu tätigen, was doch etwas ist, von dem die Gründerväter annahmen, dass es jeder haben würde, oder? Sie bezahlten die Leute direkt. Es gab nicht all diese dummen Vermittler. Wenn Sie das nicht haben, haben Sie kein Recht, Sie haben keine Bewegungsfreiheit, wenn Sie Ihr Busticket nicht bezahlen können. Sie haben keine Meinungsfreiheit, wenn Sie keinen Internetanschluss kaufen oder keinen Brief verschicken können. Sie müssen in der Lage sein, eine Transaktion durchzuführen, um von Ihren anderen Rechten Gebrauch machen zu können. Ohne die Freiheit, Transaktionen durchzuführen, haben Sie keine anderen Rechte.
Mann, ich habe eine Menge Dinge auf dieser Liste behandelt. Das ist gut. Oh, DSC Custody and Coins. Okay, ich werde das behandeln. Die beiden Dinge, die ich auf der Liste sehe, die ich nicht behandelt habe, sind eines. Die Securities and Exchange Commission verwahrt derzeit Kryptowährungen. Der andere Kommentarbereich. Mit hundertprozentiger Sicherheit hat die Securities and Exchange Commission in den Vereinigten Staaten eine Kryptowährung in der Form erhalten, dass dies nach ihrer Definition, nach meiner Definition, die Ware, die echte ist. Man kann eine Kryptowährung nicht einmal verwahren. Das kannst du nicht. Es ist unmöglich. Aber ihrer Definition zufolge bedeutet die Kenntnis der Seed-Wörter, dass man einen Airdrop erhalten hat und Steuern zahlen muss. Ich kann Ihnen also mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sowohl die Security Exchange Commission als auch das IRS-Finanzministerium beide Startwörter erhalten haben, die Geld in Bitcoin enthalten und beide eine Zeitsperre erhalten haben. Beide haben Bitcoin erhalten und beide haben den Uniswap erhalten Code. Daher stellen Sie den Uniswap-Code für den Austausch von Kryptowährungen, zeitgebundene Bitcoins und die dazugehörigen Startwörter zur öffentlichen Schau bereit und nicht zeitgebundene Bitcoins und die dazugehörigen Startwörter. Und Sie können nicht einmal wissen, was diese Seedwords sonst noch steuern, weil es aufgrund des Stopp-Problems nicht erkennbar ist, das besagt, dass Sie nicht wissen können, ob der Code irgendwann angehalten wird oder nicht, bis Sie ihn schließlich ausführen. Und aus dem gleichen Grund können Sie nicht wissen, welche Ableitungspfade private Schlüssel enthalten, die mit Werten in öffentlichen Blockchain-Netzwerken übereinstimmen, weil Sie nicht wissen, welche Ableitungspfade verwendet werden. Und Sie wissen nicht, wie weit Sie diesen Ableitungspfad zurücklegen würden. Ich muss gehen, um alle Möglichkeiten der Schlüssel auszuschöpfen, die Dinge kontrollieren könnten. Nein, ich glaube nicht, dass es erkennbar ist. Daher sollte Ihre Vorstellung davon, was das Hosten einer Börse ist oder was erfordert, dass Sie Ihren Kunden kennen oder was ein Kunde ist oder was die Verwahrung ist, allesamt durch Beweise, durch Absurdität entkräftet werden. Denn wenn es dumme Regeln gibt, die Sie aufzustellen versuchen, irgendeinen Sinn oder wahr, dann sind Sie alle schuldig und müssen jetzt alle Steuern zahlen. Jeder, der bei der SEC arbeitet, hat diesen Kommentar gelesen, der diese Kernwörter enthielt und hat jetzt Herrschaft und Kontrolle und sollte jetzt Steuern schulden, oder? Nach den Regeln deiner Jungs? Na Leute, habt ihr euch als Wertpapierbörse registriert? Haben Sie sich als Depotbank registriert? Die SEC versucht so zu tun, als sei jede Kryptowährung eine Kryptowährung. Ich habe das nicht hart genug erklärt und das sollte ich jetzt tun. Die Securities and Exchange Commission bricht ihren Eid, indem sie zu einem inländischen Feind der Verfassung wird, gegen die sie eigentlich kämpfen soll. Sie werden zu inneren Feinden der Verfassung und versuchen, Umarmungen als Schläge und den Versuch, die Eltern zu verhaften, einzustufen. Das ist eine Analogie. Sie versuchen, Sprache als Wertpapiere einzustufen. Sie versuchen, das Betreten einer Sperre und die öffentliche Kommunikation mit allen zu klassifizieren. Wenn es wahr wäre, dass man ohne Wertpapierbörse nicht mit Wertpapieren handeln kann, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass man niemanden dafür bezahlen kann, seine Rede in einen Block aufzunehmen. Denn die einzige Methode, mit der diese Netzwerke es ihnen ermöglichen, ihre Rede fast vollständig in einen Block aufzunehmen, besteht darin, eine Gebühr für die Aufnahme in den Block in der Landeswährung zu zahlen. Nun, Sie versuchen das alles rückgängig zu machen. Sie versuchen es so zu gestalten, dass Sie nicht sprechen können, weil Sie so tun wollen, als ob Ihre Rede eine Sicherheit wäre. Das ist eine Verletzung Ihres Eides. Das ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Das ist eine Verletzung Ihrer Rechte. Das ist ein Verstoß gegen das ordnungsgemäße Verfahren. Du darfst nicht so tun, als ob. Es ist nicht erlaubt, so zu tun, als würde man die Eltern schlagen und verhaften, wenn man sie umarmt. You're not allowed to pretend that speech is a security. Sprache ist keine Sicherheit. Sprache ist Sprache. Wenn Sie möchten, können Sie alles in ein Wertpapier umwandeln. Sie können eine Orange in ein Wertpapier verwandeln. Sie können einen Orangenbaum in ein Wertpapier verwandeln. Sie können alles in ein Wertpapier verwandeln.
Das heißt aber nicht, dass es sich um Wertpapiere handelt. Eine Orange ist eine Orange. Es handelt sich nicht um eine Sicherheit. Es sei denn, Sie arbeiten wirklich hart daran, dies zu erreichen, indem Sie einen Investmentvertrag einschließen. Wenn Sie also eine Münze kaufen und mit dieser Münze Sprache in einem verteilten Peer-to-Peer-Open-Source-Netzwerk kaufen, das ist Sprache, Mann. Das ist eine Rede, wie eine Rede nur sein kann. Das Konzept, dass Sie Kryptowährungen im Zuständigkeitsbereich der Legislative de facto verbieten werden, ist also auch ein Verstoß gegen die Doktrin der Gewaltenteilung. Es ist auch ein Verstoß gegen die Nicht-Delegationsdoktrin. Google diese Dinge. Was Sie tun, ist illegal und Sie sollten persönlich dafür verantwortlich gemacht werden. Und Sie handeln außerhalb der qualifizierten Immunität, möchte ich hinzufügen. Ein Teil davon könnte durch eine qualifizierte Immunität abgedeckt sein. Vieles davon sollte nicht sein. Und Sie sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden. Und ich würde gerne sehen, dass jemand aus jedem Bundesstaat der Union diese Menschen wegen ihrer Rechte verklagt, die sie verletzen. Sie haben Adressen und viel Geld und sollten für das, was sie tun, verklagt werden. Lassen Sie die Gerichte entscheiden, ob das, was sie getan haben, in Ordnung war. Nutzen Sie Ihre Fähigkeit, das Gericht für Ihr Unrecht, das Unrecht, das Ihnen angetan wurde, aufzuteilen. Unrecht war das richtige Wort. Die Arme, die du erlitten hättest. Daher ist es traurig, dass wir in einer Welt mit so wenig persönlicher Verantwortung leben, in der nicht gewählte Bürokraten, die hunderte Millionen Dollar erhalten haben, für Menschen arbeiten, die Milliarden Dollar an Geld erhalten haben, das Goldman Sachs erhalten hat. So viele Bußgelder, so viele, zusammen mit so vielen anderen riesigen Unternehmen, die diese Drecksäcke beschützen. Sie verletzen ihr Recht, Menschen zu schützen, die auch ihre Rechte verletzen wollen. Es ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Es ist tragisch. Es gibt nur wenige Dinge auf der Welt, die versuchen, den Menschen die Macht zurückzugeben, wie es die Gründerväter taten. Wer da draußen setzt sich für ihr Recht ein, mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren? Wer da draußen setzt sich für ihr Recht ein, Geld sparen zu können, ohne dass es entwertet wird? In der Lage zu sein, Geld zu sparen, ohne dass jemand da draußen entwertet wird, der sich für ihr Recht auf ihre Transaktionsfreiheit einsetzt, was allen anderen Rechten zugrunde liegt, die sie haben sollten. Kryptowährung ist eine der wenigen Branchen auf der Welt, die wirklich versucht, zurückzukehren, den Menschen Strom zu liefern und Effizienz in extrem ineffiziente Systeme zu bringen. Und es geht nur darum, wie Gary Gensler Bitcoin unterstützen kann, als wäre es eine makellose Konzeption mit einem Faktenmuster, das nichts anderes jemals haben könnte. Er spricht aus beiden Seiten seines Mundes. Er tut alles, was er kann, um sicherzustellen, dass die ETFs niemals passieren, verabschiedet niemals irgendwelche Regeln, reagiert nicht auf den Kongress, wird vom Kongress, der eigentlich sein Aufseher sein sollte, mit einer Vorladung gedroht und hat für die Leute gearbeitet, für die er zuständig ist. Er wird regulierend sein und er wählt jetzt Gewinner und Verlierer im Technologiesektor aus. Und der Gewinner, den er ausgewählt hat, ist scheiße. Der Versand von Bitcoin soll keine 9 Dollar kosten. Es soll größere Blöcke haben. Es soll mehr Funktionen haben. Bitcoin ist scheiße, Leute. Es ist nicht gut. Es verfügt über viel Liquidität und einige Milliardäre kaufen es. Fabelhaft. Aber ansonsten ist es Müll. Nein, keine gute Software. Es gibt keine gute Roadmap und keine guten Entwickler. Oh ja, Jack, der Twitter betrieben hat, während er im Auftrag der Regierung unter Verstoß gegen die Verfassung Menschen zensierte, finanzierte jetzt einen Pool für Bitcoin-Miner, der JPEG-Transaktionen zensierte und von einem Idioten entworfen wurde, einem der wenigen Blockchain-Entwickler, für die gehackt wurde, seine Münzen. Was? Warum? Jack, du bist ein Idiot. Jack, du bist ein Idiot und dein Bart sieht dumm aus. Mir hat nicht gefallen, was sie auf Twitter gemacht haben. Es war widerlich. Und jetzt gefällt mir nicht, was sie mit ihrer blöden Umfrage machen. Hör auf, ein Idiot zu sein. Jack, du bist ein Idiot. Du musst kein Idiot sein. Schauen wir uns meine Livestreams an. Ich werde dich erziehen, okay? Ich bin gut in Krypto. Du bist schlecht in Krypto. Ich bin gut in der freien Meinungsäußerung. Du bist schlecht in der freien Meinungsäußerung. Du bist scheiße, Jack. Du gehst mir auf die Nerven. Gott, wie ist dein Name? Luke Dash Jr. Luke Jr., du bist scheiße. Du bist schrecklich. Okay? Es ist nur... Hier sind die guten Nachrichten. Die falsche Änderung funktioniert einwandfrei.
Access funktioniert einwandfrei. Sie haben alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Sie sind das Netzwerk. You got Leute, jemand hat diese Bots gemacht. Somebody's made. Jemand hat Fiat auf Rampen gebaut. Jemand hat Kredite vergeben. Like, gute Arbeit, Leute. Seien Sie weiterhin die Veränderung, die Sie in der Welt sehen möchten. Schaffen Sie weiter, arbeiten Sie weiter. Schauen Sie, ich bin bei Bitcoin, seit es 50 Cent gibt. Ich habe es für 30 gekauft, es ist auf 2 gesunken. Mein Einstieg in Krypto war mehr oder weniger ein Rückgang um 95%. Und jetzt sind es 43.000. Okay, ich habe also für 50 Cent abgebaut. Jetzt sind es 43.000 Dollar. $1,000. Das sind 86.000 X. Das ist nicht schlecht, oder? Es wird Volatilität geben. Es wird Höhen und Tiefen geben. Sie haben die Werkzeuge, die Sie brauchen, um großartige Dinge zu schaffen. Das tust du wirklich, wirklich. Sie haben etwas Besseres, als Bitcoin jemals sein wird. Jetzt? Sie haben jetzt etwas, das besser ist, als Bitcoin jemals sein wird. Das reicht, Mann. Das genügt. Sie haben alles, was Sie brauchen, um Großes zu schaffen. Und ich denke, es wird Klarheit in der Regulierung geben. Es würde mich nicht überraschen, wenn Coinbase ihren Fall gewinnen würde. Ihre rechtlichen Unterlagen klingen großartig, oder? Die Antwort auf die Beschwerde, die Sie geschrieben haben, war wunderschön, wirklich gut geschrieben und es lohnt sich, sie mehr als einmal zu lesen. Diese Jungs haben also einen tollen Job gemacht. Und dann, wissen Sie, werden Sie im Cracking-Fall wahrscheinlich gute Argumente sehen. Das bist du und Sie haben auch viele Amicus-Slips von anderen Leuten bekommen. Einige sind in Ordnung. Ich denke also, dass Sie regulatorische Klarheit erhalten werden. Und ich würde gerne die persönliche Verantwortung von Personen sehen, die außerhalb ihrer qualifizierten Immunität handeln, um ihre Rechte, ihr Recht auf Vereinigung, ihr Recht auf Transaktionen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung zu verletzen. Es ist widerlich und Sie sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden, wenn die Gerichte dies zulassen. Du weißt es nicht, es sei denn, du versuchst es. Man weiß es wirklich nicht, es sei denn, man versucht es. Ja, das ist es. Frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, dass wir mal sehen, wie lang dieses Video war. Ich hoffe, dass dieses einstündige und 22-minütige Video für euch da draußen ausreicht. Ich hoffe, du genießt es. Und wissen Sie, schauen Sie, Sie sind das Netzwerk. Wenn Sie etwas Erstaunliches sehen wollen, müssen Sie es möglich machen. Wenn die Leute bereit sind, Münzen zu kaufen, die ständig im Minus sind, oder Sie wissen schon, Bilder, JPEG-Münzen oder was auch immer, dann ist es vielleicht mehr, wissen Sie, die Information, die getan werden muss. Vielleicht ist es das, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Wenn die Dinge besser werden, werden Sie es besser machen. Ich glaube an euch. Frohe Weihnachten euch allen. Ich melde mich bald bei euch. Tschüss. Bye.